Hallöchen, Hallöchen, ihr Lieben. Und herzlich willkommen zurück hier an unserer Baumbasis. Ich möchte mal gerade kurz gucken, wo haben wir denn Motti? So, hier ist es 61 Grad. Hier ist es 66 Grad. Wirklich? Das sind, nee, 70. Ich wollte doch schon sagen, ne? 78 Grad. Also hier oben wäre es auf jeden Fall noch geiler. Weil noch heißer. Aber man kann nicht alles haben. Gut. Ich denke, das ist schon heiß genug hier. Hä? Achso. Ich wollte sagen, wo ist denn unsere Basis hin? Gut, ihr Lieben. Was genau brauchen wir jetzt noch? Außer die falschen Tasten zu drücken, meine ich natürlich. So, wir brauchen... mal kurz hier rein. Erstmal werde ich jetzt wieder so ein Wasserding hier hinbauen, damit wir hier Frischwasser generieren. Das ist definitiv wichtig. Dafür brauchen wir, wenn ich mich richtig erinnere, ein Gold. Ich gucke nochmal kurz, was wir dafür brauchen. Das ist ja, ne, so viel Zeit muss sein. 3 Titan, ein Kupferdraht, ein Aerogel. Kupferdraht, Aerogel und 1, 2, 3 mal Titan. So, Wasserfiltermaschine. Perfekt. Die beiden sind auch wieder voll. Die nehme ich auch direkt wieder mit. Batterieladestation können wir auch noch nach hier bauen. Das finde ich auch eine gute Idee. Die ist auch immer wertvoll. Wo haben wir sie denn? Da ist sie. Kabelsatz, Kupferdraht und ein Titan. Ein Titan. Kupferdraht und ein Kabelsatz. Schwupp. Batterieladegerät. Echt jetzt, ja? Sind doch sowas von locker nebeneinander, die Dinger. Gute Nacht, Julchi. Danke, dass du hier warst. So, wunderbar. Und dann laden wir mal ein paar Batterien. Superb. So, den Siegleiter brauchen wir jetzt erstmal. Boah, nehme ich den mit. Stasegewehr. Ich mache ja mit dem Stasegewehr auch keinen Schaden, ne? Muss man ja auch immer bedenken. So, Modifizierungsstation. Weiß ich nicht, ob ich die hier wirklich hinbauen will. Die brauche ich eigentlich nicht so wirklich oft. Die brauche ich eher für die Modifikationen. Und wir haben ja auch noch eine oben an Bord. Die brauche ich eigentlich, das Tolle ist, die brauche ich wirklich nicht hier an Bord, weil ich Modifizieren unterwegs definitiv nicht machen werde. Das heißt, die bauen wir jetzt erstmal hier ab.
und konstruieren sie nach unten. Das bleibt auf jeden Fall hier. Gib mich erstmal wieder ein bisschen Zeug mit. Sehr schön. So. Ist ja geil, dass da noch einer hinpasst. Das ist ja mega cool. Das hätte ich echt nicht gedacht. So, Titan. Quarz. Können wir hier schon mal wieder so ein bisschen sortieren, nämlich. Wunderbar. Blei. Blei, Blei. So. Lithium. Jetzt brauchen wir so langsam Lithium. Aber wir haben ja noch ein bisschen was. Dann haben wir schon mal eine gute Stärke der Basis. Dann würde ich sagen, wir bauen erstmal einen großen Raum mit zwei Plastalbarren. Und für die Plastalbarren brauchten wir Titanbarren und Lithium. So, dann nehmen wir mal die Titanbarren hier mit. 1, 2 und Lithium. Ein Plastalbarren. Oh, ich brauche noch ein Lithium. Und zwei Plastalbarren. Großen Raum. Was wäre das Tauchdock? Zwei Titanbarren, zwei Blei und ein Schmierstoff. Ich habe nur noch einen Titanbarren, aber ich kann ja noch einen machen. Bauen wir uns hier ebenfalls eine schöne große Basis auf. So, 1, 2. Schmierstoff ist noch oben, wenn ich mich richtig... Ja, das ist noch oben. Hol ich kurz, wir müssen eh noch so ein bisschen umdisponieren hier. Welcome aboard, Captain. All systems online. So, wo haben wir das Zeug denn? Habe ich keinen Schmierstoff mehr? Was soll das denn? Ich glaube, ich habe keinen Schmierstoff mehr. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich habe den doch mitgenommen. Ich bin mir sicher, dass ich den mitgenommen habe. Da ist Schmierstoff. Okay. Gut.
Da bin ich ja beruhigt. So, Tauchdock. Da ist gerade der Krebs im Weg. Welcome aboard, Captain. Hep. So, dann kann man da schön von unten rein, ne? Das Krebsposter ist an der Wand. Welcome aboard, Captain. Der Spind ist nicht leer. Was für ein Spind ist nicht leer? Hä? Okay. Habe ich zu viel im Dingens oder was? Ich das Blei dafür? Ja. Zwei Blei muss ich wieder mitnehmen. Wieso habe ich denn jetzt nur noch ein Blei? Ich hatte doch gerade zwei Blei, sonst hätte ich es doch gar nicht bauen können. Nehme ich eben hier noch eins mit. Ich bin nicht innerhalb des zu... Wieso darf ich das nicht... Oh, ich hasse, dieser Basisbau ist so buggy. Was für ein Spind ist nicht leer? Du willst mich doch verkohlen, der hier wahrscheinlich, ne? Aber der ist doch nicht an der Luke. Die Luke ist doch da außen. Ach so, doch, die Luke ist... Okay. Gut, 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 gut. Ich weiß, was er mir sagen will. So, Schmierstoff, zwei Blei. Zwei, ich muss die Titanbarre mitnehmen, nicht Plastalbarre, ne? So, Spind dekonstruieren. Das Teil ist, glaube ich, okay. So, jetzt darf ich die Luke demontieren. Habe ich genug? Ich hoffe, ich habe genug Titan dabei. So, plus 2,6 ist natürlich sehr, sehr knapp hier. Aber jetzt kann ich ja hier reingehen. Und hier erstmal ein bisschen die Hülle verstärken. Lithium und Titan. Lithium habe ich auf jeden Fall noch genug oben. Titan habe ich noch genug hier. So. Lithium, Lithium, Lithium. Ein Lithium habe ich noch, immerhin. Nope. So, ich lasse erstmal wieder Zeug hier. Brauche ich nicht. Achso, den kann ich mal gerade wieder. Habe ich die Batterie hingepackt? Da. Batterie. Hä? Ich habe da gerade eine volle Batterie mitgenommen, oder bin ich blöd?
Ach, das ist eine Energiezelle. Ja, die nehme ich mit hoch auf jeden Fall. Da unten sind die Batterien. So, wunderbar. Ich hätte trotzdem gerne noch irgendwo eine Luke hier. Kann ich jetzt gar nicht mehr einbauen hier, ne? Quarz und Titan. Titan. Wie viel war das von jedem? Zwei Titan und ein Quarz. Zwei Titan. Ein Quarz. Und wir haben wieder eine Luke. Oder auch nicht, weil der blöde Schrank im Weg ist. Und wir haben wieder eine Luke, habe ich gesagt. Fein. So. Dann. Was habe ich denn hier noch drin in den Frachträumen? Ein Tauchanzug. Und ein großes Wasser. Wo sind denn an der Seemotte die Module? Die kann ich nämlich nicht ohne Dock rausnehmen. Seht ihr? Ha! Ich bin nämlich nicht ganz so blöd. Das geht nämlich nur hier im Dock. Oh, das ist aber sehr knapp hier unten. Muss ich gleich erstmal wieder... Weil hier ist das Ding nämlich offen. Hier komme ich ran. Das kann ich unter Wasser nämlich nicht machen. So, zwei Frachtmodule. Rumpfpanzerung. Ich nehme die mal beide raus gerade. Weil hier komme ich nämlich auch nicht an die Module ran. All systems online. Mit dem Krebs kann ich dann nämlich herrlich einfach nur hier drunter spazieren. Wie geil ist das denn? Und hepp. Schon bin ich angedockt. Superb. So, Erweiterungsmodule. Frachtmodul, Frachtmodul. Wie cool ist das denn? Den fucking Torpedoarm erstmal wegnehmen. Und dann baue ich hier erstmal noch eine... Fahrzeugerweiterungskonsole, Computerchip, Kupferdraht, 3 Titan. Eins, zwei, drei. Kupferdraht. Was war der Computerchip? Tischkorallenprobe, Gold und Kupferdraht. Noch ein Kupferdraht. Ein Gold. Und zwei Tischkorallenproben. Dann habe ich einen Computerchip. Und damit kann ich eine Fahrzeugerweiterungskonsole bauen. Da bin ich jetzt überrascht und nicht total überzeugt. Du hast deine Fahrzeuge so dunkel eingefärbt, dass man bei dem Außenlicht kaum Einzelheiten erkennen kann. Ja, die sind schön dunkel eingefärbt. Ich finde das cool so.
So. Universalmodule. Rumpfpanzerung könnte ich auch noch. Maschineneffizienzmodul könnte ich auch noch einbauen in den Krebs. Wir haben jetzt im Krebs drin das Sprungtriebwerk. Das Tiefen. Haben wir das Tiefenmodul drin? Wieso haben wir denn kein Tiefen? Moment mal, da haben wir gar kein Sprungtriebwerk drin im Krebs. Aber ich habe das doch gebaut oben. Ich bin mir sicher, dass ich das gebaut habe oben. Wir haben das gebaut. Sehr, sehr sicher haben wir das gebaut. Wieso habe ich das nicht eingebaut? Ist das tatsächlich noch im... Sollte das tatsächlich noch im Dings sein, im Zyklopen sein? Oder haben wir das oben vergessen an der Basis? Sag mal. Lecker, Schmecker, Pizza, Pecker. So. Ich gehe mal kurz im Kloppi gucken. Aber wir haben uns das vorhin gebaut. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Hier ist nämlich der zweite Torpedoarm. Oh, die nehme ich auf jeden Fall mal mit hier. Warum stockt das manchmal so? Warum hängt das manchmal so? Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es wirklich nicht. So, nehmen wir gerade zwei Wasser mit. Da drüben ist eh nur Wasser drin. So, hier sind noch Batterien auch. Die lasse ich mal da drin. Hier sind noch jede Menge Batterien. Quarz und große Wasser. Die beiden Dinger, das Auro, die Aurora-Miniatur. Mit kristallinen Schwefel. Haben wir das? Ey, das gibt's doch nicht. Ich wollte noch eine Graffalle bauen, ja, ich weiß. Wir haben das doch gebaut. Ich würde jetzt am liebsten gerade in eine alte Folge reingucken, die ich aufgenommen habe. Ich bin mir so sicher, dass wir das gebaut haben. Aber bevor ich jetzt nochmal da hochgehe, was brauchen wir denn dafür? Krebs, 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 Krebs. Da, Wurfhakenarm. Erweiterter Kabelsatz, Benzol, Titan, Lithium. Das ist ziemlich simpel. Sprungtriebwerk. Nickelerz, kristalliner Schwefel, Titan und Lithium. Zwei Nickelerz, drei kristallin. Ich pinne mir das mal gerade an. Und den pinne ich mir auch direkt mal an. So. Die beiden Dinger nehmen wir mal mit runter. Batterien hier, ey. Braucht doch kein Mensch. Pirscher Zähne nehmen wir mit runter. Die Gelsäcke nehmen wir mit runter. Das Uranit auch mal. Ein paar Tiefenpilze. So. Schon mal wieder einiges weg hier. Stopp. Nein. Ich revidiere. Ich nehme lieber hiervon noch was mit. Kristalliner Schwefel 3 Stück. Nickelerz, Titan und Lithium. Haben wir noch Lithium hier? Ja, sehr gut. Dass ich manchmal immer noch in die falsche Richtung laufe, ne?
So, dann bauen wir das halt jetzt nochmal. Ich meine, wir hätten dieses Sprungmodul schon gebaut. Ich war mir so sicher. So, wo ist denn dieses Nickelerz? Haben wir doch vorhin auch schon eingesammelt. Da. Nickelerz. Jetzt brauche ich nur noch 5-mal Titan. So. Sprungmodul. Falsche Seite. Toll. Sprungmodul. Tiefenmodul. Und 2 Frachtmodule. Das ist fein. Wir haben den Bohrerarm. Und ich möchte aber gerne noch den Greifhaken haben. Einen erweiterten Kabelsatz. 4 Titan. Und für Benzol gucke ich gleich, was ich brauche. Einen erweiterten Kabelsatz. 4 Titan. Und Benzol. Was brauche ich für Benzol? Achso, ich kann schon mal wieder den hier rausnehmen. Blutöl 3-mal. Das haben wir oben in Kloppy. Bin ich froh, dass wir das noch mitgenommen haben. Oh scheiße, das passt überhaupt nicht rein. Warum ist das Zeug auch so wahnsinnig fett? Benzol. So, wunderbar. Dann haben wir alles für den Greifhaken. Boah. Und dann wird der bitte ausgerüstet. Und das finde ich fein. Dann sind wir voll ausgestattet. Dann können wir mit dem Krebs erstmal wieder losziehen. Und Dinge abbauen. Was brauchen wir denn jetzt überhaupt noch? Was möchte ich denn hier unten noch bauen? Krass, die orangene Tafel können wir mittlerweile auch bauen. Ionenwürfel und Nickelerz, Ionenwürfel und Diamant. Nice. Gravitationsfalle, Titan, Kupfererz, Batterie. Das müssten wir alles noch hier haben. Kupfererz glaube ich nicht. Titan. Da ist es Kupfererz. Batterie. Kann ich die hier herstellen? Ja, ne? Ja, Gravitationsfalle. Fein. So, dann packe ich die mal kurz nach hier draußen. Schwupp. Salz.
Einen Scannerraum hier hinzubauen wäre auch gar nicht so dumm, ne? Oder ist das hier dumm? So. Wunderbar. Die beiden Energiezellen nehme ich noch mit. Kristallbare mache ich jetzt erstmal nicht. Computerchip habe ich auch noch hier. Das ist auch noch fein. Was brauche ich von den Sachen hier? Den Geleiter. Könnte ich mal mitnehmen. Stasegewehr, egal. Eine Boje. Ach, wobei, eine Boje brauche ich da unten nicht. Ich glaube, mehr Scanner haben noch keinem geschadet. Echt? Meinst du das, ja? Dann will ich mal auf dich hören. So. Vorrat, hier packe ich auf jeden Fall eine von den Dingern rein. Ach, guck mal, was wir hier alles noch haben. So viel Nickelerz. Da packe ich den Seegleiter rein. Und das Pfadfinderwerkzeug. So, ich werde jetzt erstmal nichts mehr abbauen. Ich werde jetzt einmal kurz gucken. Das Tiefenmodul. Und das Tiefenmodul. Genau, dafür brauchen wir dieses hier. Brauchen wir nur einen Plastalbarren. Das haben wir, glaube ich, sogar noch hier. Ich glaube, wir können das zweite Tiefenmodul noch bauen. Ach so, ich wollte ja auch noch hier... Das habe ich ja extra oben abgebaut, damit ich es hier bauen kann. Unser wo ist es denn? Wo ist das Ding denn? Wo ist es? Da ist es. Modifizierungsstation. Blei, Diamant, Titan, Computerchip. Blei. Diamant. Titan. Computerchip. Jetzt können wir nämlich noch modifizieren. Und für das Tiefenmodul Stufe 2 brauchen wir einen Plastalbarren. Habe ich den schon hergestellt? Ja, habe ich schon hergestellt. Einen Plastalbarren. Dreimal Nickelerz und das Zyklopenmodul Zyklop. Ach, scheiße. Das Zyklopenmodul Stufe 1. Ich habe gedacht, das wäre für den... Für ihn hier, für den Krebs. Boah, warum stockt denn das so? Ich muss es gleich mal neu starten, Leute. Ich dachte gerade, mein Zyklop wäre weg. Es hakt wieder wie Sau. Es tut mir leid. So, Zyklop, Tiefenmodul. Oh, oh. Das ist natürlich blöd, dass ich das jetzt nicht rausnehmen kann, ne? Oder ich muss das wirklich nochmal kurz hier oben machen, um das schnell einmal... Ach krass, hier kann ich einen Feuerlöscher hinpacken, das ist ja cool. Integrität, kriege ich das schnell genug hin, da runterzutauchen, das abzugraden, kriege ich schnell genug hin, ne? Ich speichere lieber kurz vorher einmal. Aber ich krieg das schnell genug hin. Tiefenmodul. Einmal schnell runtertauchen.
Und das einmal upgraden. Zack. Zyklop-Tiefenmodul Stufe 2. Wunderbar. Und wieder nach oben. Ich bin ja ein schneller Läufer. Zack. Na bitte. 1300 Meter für den Zyklopen. Wunderbar. Kein Fahrzeug angedockt. Das weiß ich selber. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, bis genau hier hin. Vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüssi. Macht's gut.